Am Nordrand der Kalkalpen im oberösterreichischen Salzkammergut liegt der Traunsee. Mit rund 24 Quadratkilometer und einer maximalen Wassertiefe von 191 Metern ist er der zweitgrößte und tiefste See Österreichs. Der See wird vom Fluss Traun gespeist, der den See in seiner gesamten Länge durchfließt. Das nährstoffarme Wasser zeichnet sich durch besondere Klarheit aus. Die Gegend um den See war schon früh besiedelt und von den Römern wurde er Lacus Felix, der glückliche See, genannt. Sein Fischreichtum bildete über Jahrhunderte die Lebensgrundlage der ansässigen Bevölkerung. Schon um 1000 siedelte sich auch der Adel an den Ufern des Sees an und entsprechende Bauwerke wurden errichtet. Auf einer Landzunge vor der Stadt Gmunden erbaute man das Landschloss Ort, das Erzherzog Salvator aus dem Haus Habsburg 1870 erwarb und großzügig umbaute. Seit dem Jahr 2003 ist es eine Ausbildungsstätte für Forstwirtschaft. Das noch ältere Bauwerk, das Seeschloss, wurde auf einer nahe dem Ufer vorgelagerten Insel errichtet. Diese quadratisch angelegte Gebäudegruppe ist in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts aus dem Vorwerk des Seeschlosses, das in den Bauernkriegen niedergebrannt wurde, entstanden und wechselte dann oftmals die Besitzer. Nach Überlieferungen soll sich jedoch hier schon ein Römerkastell befunden haben. 909 wurde eine feste Ort bekannt, die dann 1053 erstmals urkundlich erwähnt wird. Es soll sich um eine Wasserburg gehandelt haben, die dann 1626 in der heutigen Form wiedererrichtet wurde. Über dem Eingangsportal erhebt sich der mächtige Turm. Die Turmuhr unter dem Zwiebeldach muss angeblich noch jeden Tag aufgezogen werden. Im Inneren der dreieckige Hof mit umlaufenden Doppelarkaden, alles mit Schindeln gedeckt und mit hoch aufstrebenden Kaminen. Die kleine Schlossanlage blieb in seiner Bauform bis heute erhalten. Den hohen Bekanntheitsgrad erreichte das Schloss durch die Fernsehserie Schloss Hotel Ort, die zwischen 1996 und 2004 in 144 Folgen ausgestrahlt wurde. Aber nicht nur der Adel baute an den Ufern des Sees, auch die Kirche suchte sich die schönsten Plätze für ihre Bauwerke aus. Sicher vor Hochwasser auf einer Anhöhe wurde bereits um 1000 eine Klosteranlage im jetzigen Ort Traunkirchen errichtet. Benediktinerinnen aus dem Stift Nonnberg in Salzburg zogen ein und gründeten das erste Frauenkloster auf dem Gebiet des heutigen Oberösterreich. Nach einem verheerenden Brand im frühen 14. Jahrhundert wurde das Kloster vom Orden wiederaufgebaut. Während der Reformationszeit im 16. Jahrhundert wurde der Orden aufgelöst und das Kloster von den Benediktinern aus Kremsmünster verwaltet. . 1632 zerstörte abermals ein Brand die Klosteranlage und nach dem Wiederaufbau erhielt die Kirche ihr barockes Aussehen. Im 18. Jahrhundert ging Kloster- und Waldbesitz in das Eigentum der Staatsforste über und die Klosterkirche wurde zur Pfarrkirche.
Das Innere der Kirche ist als dreischiffige Säulenkirche gestaltet. An den Säulen sind die Kreuzwegstationen in Medaillons gefasst. Der Hochaltar von 1754 ist mit reichem Figurenschmuck ausgestattet. Das Hauptbild des Altars hat Marias Krönung als Motiv. Die überlebensgroßen Altarfiguren stellen den Apostel Petrus mit dem Schlüssel und Francesco Borgia, weiters den Apostel Paulus mit dem Schwert und den Jesuitenpater Regis dar. Darüber befinden sich die vier Evangelisten mit ihren Attributen: Markus mit dem Löwen, Johannes mit dem Adler, Matthäus mit dem Mensch und Lukas mit dem Opferstier. Ganz oben sind die drei Erzengel: Michael als Seelenweger mit Schwert und Waage, Gabriel mit der Lilie und Raphael mit dem Wanderstab. Der linke Seitenaltar wurde Mitte des 18. Jahrhunderts gefertigt und zeigt im Altarbild den heiligen Nepomuk. Im unteren Bereich eine Ganzkörperreliquie in einem Glassarg. Die besondere Sehenswürdigkeit der Pfarrkirche ist die sogenannte Fischerkanzel. Sie wurde 1753 geschnitzt, der Meister ist in der Jesuitenchronik nicht überliefert. Dargestellt sind die Apostel Jakobus und Johannes, die das mit Fischen gefüllte Netz ins Boot ziehen. Im Hintergrund steht Christus, vor ihm kniet der Apostel Petrus. Das Presbyterium schmücken große Gobelins. Sie zeigen religiöse wie auch weltliche Darstellungen. Über dem Eingang auf der Empore ragt die Orgel. Es ist bereits das fünfte Instrument, das in das bestehende Gehäuse eingebaut wurde, um die hohe Klangqualität sicherzustellen. An der Balustrade sind Bilder der Apostel und von Heiligen zu sehen. Die aufwendig gestaltete Inneneinrichtung zeigt, dass das Kloster einst zu einer wohlhabenden Diözese gehörte. Aber es sind nicht nur die Bauwerke um den See, die diese Region zu etwas Besonderem machen. Vor allem der alles überragende Traunstein tut ein Maximum dazu.